So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Wir sind angelangt im Kapitel Nummer 3. Ich war jetzt gerade noch frisch im Netto, habe mir noch ein paar Pfefferbeißer geholt. Ein Orientaler, also so ein Fladenbrot. Wir wollen eigentlich gleich einen Raid machen. Ihr seht hier an den Stolpersteinen 7:30 Uhr. 7:33 Uhr geht was auf. Und Kapitel 3 hat folgende Aufgaben. Kämpfe in 3 Raids. Löse bei einem Pokémon die Mega-Entwicklung aus. Das werden wir natürlich bei Bibor machen. Mir fehlt ja noch das Weibliche, das Männliche habe ich. Und kämpfe gegen 3 Team Go Rocket Rüpel. Ich werde jetzt immer einen Raid machen. Ein Rüpel, ein Raid, ein Rüpel, ein Raid. Jeden Tag mit dem täglichen Pass einen. Da wird nichts reingecashed. Mega Raids, mega unnötig. Ansonsten, da ist auch ein Cresselia. Das lassen wir mal jetzt hier weg. Gucken wir, ob sich schon jemand bei Discord gemeldet hat. Noch nicht, der Frank hat aber geschrieben, den soll ich einladen. Wenn noch ein paar dazukommen, laden wir die auch rein. Ansonsten gönnen wir uns jetzt erstmal Pfefferbeißer und melden uns dann in der Raid-Lobby zurück. So, der erste Raid ist also um. Hier ist sogar ein Shiny drauf, wie man sieht. Ein Shiny Cresselia mit 1601. Das werden wir jetzt mal eintüten. Aber ich zeige euch das erstmal fix hier. Wie ihr wisst, Shinies bleiben immer im ersten Ball drin, wenn sie aus Raids kommen. Wilde Shinies, da ist das anders. Wilde Shinies können natürlich auch fliehen. Deswegen bei wilden Shinies immer eine goldene Beere drauf, einen guten Ball genommen, am besten einen Hyperball zur Sicherheit. Wenn die aus einem Raid sind, gerade legendäre oder so, immer gelbe Beere. Ihr müsst einfach nur einen Ball treffen, dann passt das auch. Hier also das Cresselia mitgenommen. Und wir haben natürlich noch den großen Account, das war nämlich nicht der große. Der große hat 17 Bälle bekommen. Ich weiß noch nicht, was er bekommen hat. Auf jeden Fall kein Shiny. 15,89. Wieder das Schlechteste. 16,33 wäre das 100er gewesen. Das werde ich jetzt hier noch eintüten in der Überblendung. Und es ist eigentlich egal, was man momentan macht, oder? Cresselia die Woche da. Megakampf-Herausforderung. Macht man jetzt Cresselia für die Raid-Aufgabe? Macht man einen Mega-Raid für die Raid-Aufgabe? Weiß ich nicht. Das hat alles die gleichen Belohnungen, das hat die gleichen Bonbons, das hat die gleichen Erfahrungspunkte. 10.000 für jeden Raid, den ihr da macht. Theoretisch könnt ihr auch die Mega-Raids machen, sind zum Teil sogar auch einfacher, sind leichter. Cresselia, da brauchst du wirklich mehr Leute dazu, um das alles niederzuknüppeln. Deswegen sucht euch Glurak. Glurak geht am leichtesten, immer noch, ist auch am coolsten. Cresselia gibt es halt auch als Shiny, aber die Mega-Entwicklungen natürlich auch, also die Mega-Pokémon, die Mega-Raids sind ja auch als Shiny. Ich glaube trotzdem, die anderen hatten alle ihren Z-Day, deswegen werden viele noch auf Cresselia-Jagd gehen. Ich mache eigentlich nur Cresselia mit dem täglichen Pass, weil ich den Mega-Raids keine Plattform geben möchte und weil mir ein 100er Cresselia fehlt. Bei den anderen dreien, Turtok, Bisaflor, Glurak, habe ich einen 100er jeweils, was ich am C-Day auch immer entwickelt habe, mit C-Day-Attacke, allem drum und dran. Cresselia kein 100er, deswegen wird Cresselia gemacht. Was macht ihr? Schreibt's mal rein in diesen komischen Wochen. Die Raid-Bosse, alles alter Gulasch, die Mega-Raids, theoretisch auch Gulasch, also weiß ich nicht. Aber irgendwann kommt ja noch Taubos, da kann man ja wenigstens 2, 3 machen und Hundemon und dann sind wir wieder alle fröhlich, aber momentan, weiß ich nicht, flashen die Raids halt nicht so. So, stehen jetzt hier mitten an der Straße. Wir brauchen immer noch 2 Rocket Rübel. Was sind Pokerübel? Wir nehmen mal die hier mit. Ach nö, versuch's gar nicht erst. Der Sieg gehört mir. Das heißt, die ist wieder ultra brutal. Im Endeffekt hatte ich jetzt 2 Labras oder so. Ach Mann, das sieht auch doof aus. Wieso kann man hier nirgendwo sein Zeug hinstellen? Beziehungsweise, ich renne mal kurz über die Straße. So, ich habe jetzt hier Lucario, Melmetal, Despotar. Wie gesagt, ich weiß ja nicht, was die hat. Wenn die 2 Labras. Ja, das ist ja kein Sierra. Was laber ich denn? Egal, wir hauen einfach mal drauf. Das erste ist also ein Relaxo. Müsste also so gut gehen mit Lucario. Ist ja Kampf, ist ja effektiv. Haut drauf, Steigerungshieb. Erhöhen wir also unseren Angriff. Schilde dürften die ja auch nicht benutzen. Das ist ja das Gute an den Rüpeln. Dann könnten wir beim zweiten Mal vielleicht, was ist das? Ach komm, wir machen nochmal Steigerungs. Wir sind tot, okay. Ich sehe einfach nichts, weil es so dunkel ist. Dann nehmen wir halt jetzt mal hier den dicken. Nehmen Melmetal, hauen mit dem mal ein bisschen drauf. Machen wir hier Donnerblitz. Wehren ihn ab.
glaube, dazu brauche ich euch gar nicht abstellen. Wenn ich hier das so hoch mache, da bin ich im Schatten, dann sehe ich wenigstens selber, was hier passiert. Mach mal jetzt einfach Donnerblitz drauf. Das ist also der zweite Rübel. Den ersten habe ich irgendwie schon aus Versehen gemacht. Hier geht aber auch gleich noch ein Fünfer-Raid auf, ein Cresselia. Das heißt, wir würden wahrscheinlich dann fix in Rewe gehen. Wir sind nämlich gerade in Meiningen unterwegs, würden dann das Cresselia da noch mitnehmen. Mensch, der Dicke, jetzt aber Steinhagel. Ich habe gedacht, das schafft's vielleicht mit dem Rest, einfach den noch niederzuringen. Schafft's aber irgendwie trotzdem nicht, dauert mir alles zu lange, deswegen hauen wir jetzt den Steinhagel drauf. Ja, der bestimmt seinen nächsten auch schon wieder voll. Haben ein Quappo, da nehmen wir jetzt Donnerblitz. Das dürfte den schön rösten. Müsste ja Wasser sein, ja. Zack, sehr effektiv. Hat trotzdem nicht so reingehauen, wie ich dachte. Egal. Nehmen wir den nächsten Donnerblitz, hau mal den noch drauf. Das ist schön, wenn ihr hier mitten an der Straße spielt und immer so die Autos im Nacken habt, ne? Wer kennt das nicht? Kennt ihr das auch? Wir sind eben zu einem Rüpel hingefahren. Das war übelst versteckt. Und kaum sind wir angekommen, war der Rüpel weg. Jetzt mussten wir hier an der Hauptstraße halten. Deswegen finde ich so schön in Hibu, da ist wirklich einfach alles beieinander. Da geht ihr aus dem Haus und habt einfach 10 Rüpel direkt vor der Tür. Einen Ballon hatte ich jetzt aber auch nicht da, deswegen nehmen wir den mal so mit. Ah, da hätte ich lieber hier Stein gemacht. Habe ich jetzt auch verpasst. Könnten aber jetzt theoretisch, wenn wir noch dazu kommen, vielleicht liegt er auch vorher schon. Nö, ist schon weg. Gut, dann dürften wir jetzt einen Relaxo fangen können. Wir fangen das Relaxo. Machen dann fix einen Raid, den werde ich auch ankündigen wieder, Cresselia, dass die Leute mitmachen können. Und ich mache Cresselia, weil ich einen 100er brauche. Bei den Mega-Raids brauche ich momentan nichts, deswegen egal, Cresselia wird mitgenommen. Wir gucken es uns aber mal kurz an, wie es aussieht. Vielleicht könnt ihr anhand der WP schon ungefähr wissen, ob das ein gutes ist oder nicht. Ja komm, mach durch, die Vögel drehen auch durch. 7 Bälle, ein dickes Relaxo mit 1128, das ist sogar wettergeboostet, sehr schön. So, weil es so warm ist, haben wir den Raid natürlich jetzt im Auto gemacht. Ich möchte euch mal zeigen, was bei rausgekommen ist. Hier haben wir ein 1624er. Das ist sogar relativ gut. Ihr wisst, 1633 müsste das 100er sein in Meiningen. Around Meiningen. Aber das ist nicht schlimm, denn der hat ja gestern schon das Shiny bekommen. Anders wie der hat heute einfach ein Shiny drauf. Der hat auch heute einfach ein Shiny drauf. Und bei dem großen weiß ich es nicht, nur dass ich 18 Bälle habe. Den großen gucken wir uns jetzt wieder an. Mit euch live. 18 Bälle. Und ist es das 100er? Ist auf jeden Fall kein Shiny. 15,89. Das 15,66er ist noch schlechter. Wir sehen uns beim nächsten Rocket Rüpel wieder. Und dann beim letzten Cresselia Raid. So, wir befinden uns jetzt hier live auf der Toilette und hier ist noch ein Rocket Stop Spielplatz Wohngebiet Hefemarkt. Den wollen wir mal machen. Mit uns ist nicht gut Bären essen, sprich Pflanzen-Pokémon. Natürlich richtig genial, dass es da Wasser vorschlägt, Wasser gegen Pflanze, dass die auch schön effektiv gegen uns sind. Wir nehmen jetzt mal Glurak, Entei, keine Ahnung, ich nehme sonst immer das Entei als erstes, als Feuerangreifer, aber das macht trotzdem wenig Schaden, das greift langsam an. Ich glaube, das seid ihr mit so einem Glurak auf jeden Fall noch besser aufgestellt. Ich hoffe, das hat auch die richtigen Attacken. Ne, hat's nicht, hat Hitzekoller. Wo ist die Lure-Kanonade? Na egal. Das Ober werden wir auf jeden Fall so wegmachen, werden den Hitzekoller aufheben für das zweite. Das zweite ist ja auch stärker, da braucht man ja auch viel mehr. Machen also jetzt hier einen Hitzekoller drauf. Vielleicht wechseln wir dann auch einfach mal aus Spaß auf das andere Glurak. Die sind beides nämlich 100er, nur dass das nicht die C-Day-Attacke hat. Sehr effektiv, sehr schön. Und ich möchte das andere haben, damit ihr mal seht, dass Lohe-Kanonade sich auch viel, viel schneller auflädt, die eher zum Einsatz kommt. Und damit ihr so eigentlich keine Probleme habt. Deswegen auch Glurak für PvP eine feine Sache mit Lohe-Kanonade. Irgendwie sind die C-Days wohl sowieso nur dazu da gewesen bisher, die GBL vorzubereiten. Was macht der Adi da? Adi! Ja genau, alles wird gut. Wir fangen das jetzt noch und wir warten noch auf den Raid. Ein Cresselia Raid müssen wir ja noch machen für die Aufgabe, damit wir das dritte Kapitel theoretisch auch fertig haben. Owei, wieder in der Überblendung. Das Relaxo von letztens war auch schlecht. Auch wenn man es erlöst, immer noch schlecht.
So, da sind wir zurück beim dritten Cresselia Raid, dem dritten 5er Raid, den wir gemacht haben. Hier ist auf jeden Fall ein 96er drauf mit 1627. Ihr wisst, 1633 ist der 100er Wert. Diesmal kein Shiny in der Runde dabei. Außer der Große hat jetzt noch eins. Wir haben 2 Minuten 12 gebraucht. Das ist schon mächtig. Ihr seht, Cresselia steckt einiges ein. 16 Bälle haben wir bekommen. Wir drücken mal drauf, ob es ein Shiny ist oder ein 100er. Und es ist weder noch, es ist ein 1560. Das also richtig schlecht, aber egal, die Raids sind um. Die Rüpel sind auch um, jetzt müssen wir nur noch eine Mega-Entwicklung durchführen. Und was würde da passender sein, als noch ein Mega-B-Board zu entwickeln? Wir sind zurück in der neuen Location und gerade habe ich noch das Raider Mittwoch-Video gedreht. Wer das gestern gesehen hat, weiß, was das heißt. Deswegen gucken wir mal ganz kurz in den Pokédex. Da muss ich aber einmal hier drauf. Einmal da drauf. Nee. Ich gucke erstmal in die Aufgabe. Genau. Löse bei einem Pokémon die Mega-Entwicklung aus. Fehlt nämlich noch für das Kapitel. Und was würdet ihr jetzt für eine Mega-Entwicklung machen in dem Kapitel? Bisaflor, Turtok, Glurak. Ich habe mich natürlich dazu entschieden, da ich in meinem Pokédex, jetzt habe ich eine gefunden, wenn wir hier reingucken, Bisaflor hat schon männlich-weiblich Shiny, Mega Glurak X hat männlich-weiblich Shiny, auch Mega Glurak Y hat männlich-weiblich Shiny, Turtok hat männlich-weiblich Shiny, bei Mega Bibor habe ich leider nur männlich Shiny, aber das Weibliche fehlt. Das heißt, ich habe beim letzten Mal ein 100er Bibor entwickelt. Bibor. Das müsste das 100er Bibor sein, was ich entwickelt habe. Deswegen kostet das jetzt nur noch 20. Ich möchte jetzt aber ein weibliches entwickeln. Das Krypto geht nicht. Hier haben wir ein weibliches. Hier haben wir ein weibliches. Hier haben wir ein weibliches. 1604 ist das höchste. Wir gönnen uns das mal. Weil es das höchste ist, kommen wir Power. Wir machen einfach Power-Up. Wir pushen das auf das höchste Level. Dann hat es 1727. Jetzt ist es Level 40, jetzt können wir es entwickeln für 100 Bibor-Energie, die wir aus der Spezialforschung bekommen haben. Das dann das weibliche, jetzt können wir das jederzeit wieder entwickeln für 20 Energie. Wir können also jetzt immer das weibliche und das männliche entwickeln, genau wie bei den anderen. Ich muss nochmal gucken, wie ich das beim Glurak mache. 3364 hat das jetzt, hält natürlich wieder 4 Stunden. Wenn wir jetzt in den Pokédex nochmal reinschauen, müsste dann hier auch alles komplett sein beim Bibor. Ihr seht also Mega Bibor, männlich, weiblich, shiny, alles da. Und so möchte ich das haben, so möchte ich das auch bei Mega Tauboss dann haben. Da muss ich aber Tauboss Raids machen. Dazu aber gleich mehr, denn wir holen jetzt noch die Kapitelbelohnung ab. Silberne Sananabären, Beleber, hier eine Pokémon-Belohnung. Das dürfte ein Pinsir sein. Ja, es ist ein Pinsir mit 1250, das fangen wir mal mit gelber Beere. Zack, da kommt der Buddy rein, gerade ist Giratina wieder drin. Ich habe jetzt schon in letzter Zeit wieder 2 Best Buddies bekommen. Ich wechsle immer zu durch, immer sobald einer voll ist, gleich durchgewechselt, gleich wieder weitergemacht. Also richtig heftige Sache. Wir bewerten das auch ganz kurz, wie das jetzt ausschaut. 15, 14, 11. Könnte besser sein, wir holen noch die Kapitelbelohnung ab. 60 Bibor-Energie, 1000 Staub und 2000 Erfahrungspunkte nehmen wir mit. Das war es also jetzt von Kapitel Nummer 3. Und ja, der Ramses macht es wirklich so. Er macht für Kapitel 4 noch eine extra Folge. Was habt ihr im Kapitel 3 entwickelt für die Mega-Entwicklung? Schreibt es mal in die Kommentare. Wie gefällt euch die Forschung bisher? Würde mich natürlich interessieren. Ihr wisst, ich lese mir die Kommentare immer durch, mache ein Herzchen, wenn ich es gelesen habe. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns im Kapitel 4 wieder, was ich jetzt anschließend direkt auch noch drehen werde. Bis dahin, Peace out, vorhat euer Ramses.